So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur letzten Pressekonferenz in dieser Saison. Heute anlässlich unseres Spiels gegen den SV Waldhof Mannheim. Das Spiel sahen 840 Zuschauer in Stand 1:0. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner linken Gästetrainer Jan Kocak, zu meiner rechten unseren Co-Trainer Pascal Bach, der heute den Jens Kiefer vertritt, der ja im Hinblick auf die neue Saison unterwegs ist. Und ich übergebe Wort und Mikro dann direkt an den Gästetrainer. So, meine PKs kann man eigentlich dieses Jahr fast identisch hören, auch heute wieder. Ich denke, wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert, waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, haben wieder mal zig Chancen liegen lassen. Und wie es dann halt so ist im Fußball, bevor man Dinge nicht reinmacht, dann werden sie halt hinten bestraft. Und so war es eben halt auch. Haben 1:0 verloren, gehen mit leeren Punkten nach Mannheim, verabschieden uns mit 0 Punkten in die Sommerpause. Kann natürlich kein schönes Gefühl. Aber wenn man das summa summarum nochmal überlegt, bin ich trotzdem stolz, was die Mannschaft dieses Jahr geleistet hat. Wir haben unser Minimalziel erreicht mit dieser jungen, komplett neuen Mannschaft. Und auch die Art und Weise, wie sie gespielt hat, stimmt mich auch positiv für die Zukunft. Wir werden weiter unseren Weg gehen. Wir werden weiter hart arbeiten. Denn der jetzige Tabellenstand kann nicht der Anspruch von uns sein. Da geben wir auch Vollgas in allen Belangen. Und ich bin auch optimistisch und auch gut gestimmt für die Zukunft. Denn diese Jungs haben Charakter, diese Mannschaft hat Charakter. Jetzt brauchen wir nur noch einen Stürmer, der vorne die Dinger reinmacht. Dann bin ich auch guter Dinge, dass wir eben halt solche Spiele wie heute dann wieder für uns klar entscheiden können. Dankeschön und Glückwunsch an Homburg. Vielen Dank. Ja, ich übergebe mal das Mikro an Pascal Fach. Ja, vielen Dank erstmal. Zum Spiel, also wir wollten heute zum Abschluss nochmal eine engagierte Leistung zeigen und uns mit einem guten Ergebnis und auch einem guten Spiel in die Pause verabschieden, um einfach diese gute Saison, die wir gespielt haben, auch entsprechend abzuschließen und natürlich den Spielern, die wir auch heute verabschiedet haben, einen entsprechenden würdigen Abschluss zu bieten. Spielverlauf war meiner Ansicht nach etwas zerfahren von Beginn an. Wir hatten teilweise ein paar Aktionen, die wir viel zu hektisch dann auch vorne ausgespielt haben oder dann noch Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, die man besser ausspielen kann, um dann halt in letzter Konsequenz dann auch vielleicht ein Tor zu erzielen. Im zweiten Abschnitt hatten wir dann natürlich ein paar mehr Chancen und letzten Endes dann halt auch eine verwertet und von daher denke ich, dass das dann auch entsprechend das eine Tor mehr verdient war. Vielleicht noch ein Wort zu den Spielern, die wir heute verabschiedet haben. Ich möchte mich dann auch nochmal im Namen auch von Jens und unserem Team bei denen bedanken für die Leistung und wünschen natürlich allen für die Zukunft alles Gute. Ja, gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann auch nochmal von meiner Seite vielen Dank für die Unterstützung in der zurückliegenden Saison. Vorbereitungsstart ist der 25. Juni und Saisonstart in der neuen Regionalliga-Saison der 1. August. Bis dahin alles Gute, vielen Dank und auf Wiedersehen.